Weil ich finde es einfach schön, wenn man hier so Leute auch trifft, die es leider dann doch nicht in den Landtag. Aber Sie haben gesagt, Sie wollen es wieder vielleicht probieren. Ja, natürlich. Ja, genau. Bin jung genug. Aber Sie waren das, wissen, was war das, 20? 21. Keine genau. Chance. Und dann hat man keine Chance. Oberwein, du musst unter die ersten 10, 12 kommen, damit du gesehen wirst, ohne dass der Zettel umgedreht werden muss. Ja. Also um auf die 21 zu kommen, musstest du in der Wahlkabine zweimal umdrehen. Das funktioniert nicht. Aber wie gesagt, ich finde, es ist durchaus richtig, dass ein langsamer Austausch stattfindet, die Älteren durch Jüngere. Aber ich fordere nach wie vor, dass alle, die in den Landtag kommen, mindestens 10 Jahre in der freien Wirtschaft draußen im Beruf gearbeitet haben, Steuern bezahlt haben, nach Möglichkeit Familie haben und all diese Werte mitbringen, die wir ja eigentlich auch vorleben wollen, um es nicht so zu machen wie die anderen Parteien. Und ich wäre gerne 28 zurückgetreten. Jetzt muss ich halt noch 5 Jahre länger kämpfen. Aber ich habe es gerade vorhin von jemandem gehört. Also ist nicht diese Voraussetzung von 5 Jahren Berufstätigkeit irgendwie? Weil das ist ja es gibt diese Behauptung, ja. Aber ja, ich meine, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Weil es gibt ja hier diesen jungen AfD, der anscheinend ja nur studiert hat. Wir wollen keine Namen nennen und wir wollen niemanden aus der eigenen Partei diffamieren. Fakt ist natürlich, wir haben mal klar gesagt, wir wollen es deutlich anders machen, als es die Grünen machen. Und dann müssen wir selber auch dazu stehen. Und ja, ich finde schon, dass es Voraussetzung ist, in einer bürgerlichen Volkspartei, in einer wertekonservativen, patriotischen, dass man für dieses Land gearbeitet hat. Ich, ehrlich gesagt, auch wenn man im Alter ist, dass man gedient hat, dass man 1 Jahr oder 2 für sein Land gegeben hat, dass man Steuern bezahlt hat und ja, natürlich nach Möglichkeit auch, dass man Familie hat und damit eben auch diese Verantwortung in die nächste Generation getragen hat. Das sind schon Werte, für die ich lebe. Ich finde es nebenbei dann noch ganz nett, wenn man auch ein bisschen was von der Welt gesehen hat, wenn man sich auskennt. Eben nicht nur im eigenen Gäu, sondern auch woanders war. Ich meine, das weißt du, glaube ich, habe es auch mal erzählt, bei 75 Ländern. Ich war 1980 schon am ersten Europaparlament akkreditiert. Und ja, da geht es so wie bei, wenn man alte Meister entlässt in der Firma, dann geht viel Know-how verloren. Aber Sie haben ja jetzt nicht komplett abgedankt, sondern wie Sie sagen, Sie sind ja noch dabei. Abgedankt. Also, nein, also der wird sich zurück. Einmal AfD, immer AfD. Das ist das eine. Und zum Zweiten, ich bin ein politischer Mensch. Ich werde jetzt 3 Monate mal ein bisschen Pause machen und dann geht es wieder volle Kanne los, weil wie gesagt, nach der Wahl ist vor der Wahl und nach dem Parlament ist vor dem Parlament. Super, also finde ich klasse, auf jeden Fall. Vielen Dank. Gerne. Und viel Erfolg weiterhin. Der Grund, wenn ich den Satz noch sagen darf, AfD ist, davon bin ich zutiefst überzeugt, auch wenn wir nicht alles richtig machen, aber es ist die wichtigste Partei, die es in Deutschland momentan gibt und deshalb werde ich diese Partei immer unterstützen, selbst wenn mir vielleicht die eine oder andere Sache nicht gefällt. Aber das ist selbstverständlich, es kann ja nicht einem alles gefallen. Das ist ja kein Wohlfühlverein. Ich war auch, bevor ich in die AfD vor 10 Jahren eingetreten bin, war ich auch nie in einer Partei. Aber das war ich habe damals im September 2013 den Ruf gehört und ich musste da wirklich rein. Das war wirklich der Ruf. Also. Und bei mir war es sogar so, dass als 13 die Partei gegründet wurde, ich dann auch mit Lucke gesprochen habe, auf Parteitagen war als Gast, aber ich wollte doch noch nicht Mitglied werden. Und ich sage Ihnen auch warum, weil das habe ich, glaube ich, beim Chronisten damals auch gesagt. Für mich war der entscheidende Moment, dass ich eine patriotische Partei wollte, weil ich sagte, am rechten Flügel fehlt eine rein Wirtschafts-, also Anti-Europa- und Anti-Euro-Partei, war mir zu wenig. Das war mir zu wenig. Das habe ich unterstützt, selbstverständlich gewählt, aber das wäre mir zu wenig gewesen, um Mitglied zu werden. Und als Frauke Petry dann übernommen hat und die Partei patriotischer wurde, da habe ich gesagt, jetzt ist mein Moment gekommen. War das dann also ab 15 war klar, dass ich mitmachen möchte und 16 bin ich dann auch eingetreten. Okay. Also, jetzt geht's los. Bis dann. Vielen Dank. Schönen Tag.